Wir befassen uns heute mit Herbstjahren wie 2022, mit der Struktur, mit der Wetterlage und welcher Winter danach überhaupt folgte. Folgte ein kalter Winter oder ein warmer Winter oder vielleicht sogar ein super mild Winter? All das werden wir jetzt in diesem Video klären und dafür habe ich drei Herbstjahre rausgesucht, 2010, 2014 und 1962, wie im letzten Video schon. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein am Ende, aber auch nur kurz. Wir starten mit dem Oktober 2010. Und zwar am 5. Oktober, da sehen wir, einmal wenn wir Deutschland einzeichnen, wunderbar, hier haben wir wieder Deutschland. Wir zeichnen noch einmal eben das Datum ein. Oben links könnt ihr immer sehen, wo wir uns gerade befinden aktuell, ja, also bei welchem Datum, Jahr und welcher Lauf das damals war. Wir sehen hier ein kräftiges Tief südlich von Island und ein kräftiges Hoch auf der Gegenseite über dem Kontinent über Russland. Und das sind so zwei Gegenspieler, die gegeneinander ankämpfen. Und da sehen wir einfach, es kommt zu einer Südwestlage, um nochmal einmal weiterzugehen. Das ist eine brutale Südwestlage, wie aktuell auch schon mit sehr, sehr warmer Luft in 1500 Meter Höhe von über 10 Grad. Und das ist eine satte Südwestlage, wie aktuell. Gehen wir weiter, und zwar fast einen ganzen Monat später, zum 30. Oktober 2010, auch wieder in der Höhe. Da folgte wieder ein leichtes Tief auf dem Nordatlantik. Das sieht jetzt ein bisschen schwächer aus, aber ist dafür südlicher. Und zwar sehen wir das hier einmal. Da ist ein Tief, auch wieder bei Island ein Tief. Und ansonsten sind wir wieder, verbleiben wir in einer südlichen Strömung. Um nochmal kurz rauf zu gucken, hier in der Höhe, in 1500 Meter Höhe, auch wieder in der südlichen Strömung, in der südwestlichen Strömung, mit sehr, sehr warmer Luft in der Höhe. Wir gehen nochmal kurz zurück, einmal nochmal kurz zum Zeigen hier rechts, also über dem Kontinent und auch über Skandinavien, da ist keine Kaltluft vorhanden, wie aktuell. Wir haben nämlich die große Kaltluft eher über Grönland und westlich davon, deswegen tropft hier immer ein Tief ab auf den Atlantik, so wie aktuell. Und hier oben kann sich gar nichts bilden Richtung Skandinavien, weil da eben ein Hochdruck herrscht. Dann eine Woche später, am 8. November 2010, da sieht das Ganze ein wenig anders aus. Wir haben weiterhin dieses Tiefdruckgebiet, diesmal über Großbritannien und über Irland. Aber wir haben es immer noch dort und das heißt, es würde immer noch westlich von uns liegen und wir würden immer noch in einer südwestlichen Strömung verharren. Aber wir kommen schon in den Einflussbereich dieses Tiefdruckgebietes und kriegen daher so ein bisschen maritimen Einfluss, eventuell mit einer West-Nordwest-Lage, mit ein wenig kühleren Temperaturen, ist aber nichts Wettbewegendes. Wir kommen zumindest mal in diesen Einflussbereich des Jetstreams. Ein bisschen anders sieht das dann wiederum am 17. November, also wieder ein paar Tage später aus, um und bei 10 Tage später. Da haben wir wieder das gleiche wie jetzt. Wir haben wieder ein Tiefdruckgebiet über dem Nordatlantik, wieder über Irland, westlich von Irland. Und wir haben also wieder Hochdruckeinfluss auch über den ganzen Kontinent, wie man sieht. Skandinavien ist überhaupt nicht von Tiefdruck geprägt. Ganz im Gegenteil, da ist einfach nur Hochdruck. Und wir? Wir verbleiben weiterhin an einer Südwestlage, so dass bei uns nur noch milde Luft ankommen kann. Wir wissen ja alle, der Dezember 2010, der ist sehr kalt geworden. Wann fing das denn an? Ja, die Umstrukturierung, dann ging einfach los. Wir sehen hier dieses Hochdruckgebiet über Skandinavien. Das zieht sich jetzt Richtung Nordwesten, Richtung Grönland, erstreckt sich da und breitet sich dort aus. So sieht es denn nämlich 7 Tage später aus, am 23. November. Da sieht das dann anders aus. Da haben wir also quasi den Atlantik geblockt. Das Tief ist immer noch da, aber das ist weiter westlich und wird geblockt durch dieses aufsteigende Hoch Richtung Grönland und Island. Und wir kommen in eine nord- bis nordwestliche, beziehungsweise später im späteren Verlauf auch nordöstliche Lage, die kalte Luft bringt. Und zwar richtig kalte Luft nachher im Dezember. Das war der seit langem kälteste Dezember seit ganz, ganz langer Zeit mit bis zu minus 6 Grad Abweichungen im Norden von Deutschland. Danach gucken wir also gar nicht mehr weiter. Danach fängt sowieso der meteorologische Winter auch an. Und danach kommt auch in diesem Lauf nur noch Winter. Was können wir also sagen? Was können wir festhalten für den Herbst und für den Winter denn vor allem 2010? Der Winter mit dieser Südwestlage, die immer wieder sich wiederholte im Herbst, im Oktober und auch im November, dann kam nachher ein Winter raus, der im Norden deutlich zu kalt war und im Süden leicht zu kalt bis manchmal auch leicht zu warm, also so Durchschnittstemperatur. Insgesamt sieht man hier unten die Mittelabweichung bei minus 0,71 Grad, also er war ein leicht zu kalter Winter mit einem sehr, sehr zu kalten Dezember. Danach schwankt es halt um, deswegen sind wir nachher am Ende bei Durchschnitt bis leicht zu kalt, im Norden eben doch noch relativ zu kalt. Kommen wir zum nächsten Jahr und zwar zum Jahr 2014. Auch ein sehr interessantes Jahr und ich finde, das Jahr passt am allerbesten zu unserem jetzigen Jahr. Denn wir haben hier wieder Deutschland eingezeichnet und da sehen wir wieder ein kräftiges Tief auf dem
naja, kräftig ist es nicht, aber es ist zumindest das ausgeprägte Tief, hier das ausgeprägteste Tief in der ganzen Nordhemisphäre aktuell, was sich dort eingenistet hat, wieder westlich von Irland. Und es würde uns hier in dem Fall wieder eine südwestliche Strömung bringen mit sehr, sehr warmen Temperaturen. Es ist ja auch erst der 8. Oktober dort gewesen, aber zum Vergleich, der 5. Oktober in diesem Jahr sah genauso aus. Ja, genauso aus sieht auch der 18. Oktober und dort haben wir wieder eine Südwestlage, die sogar noch ausgeprägter ist in der Höhe und auch in der 1500 Meter Höhe. Da wird es richtig, richtig warm oder war es richtig, richtig warm mit richtig warmen Luftmassen. Der 1. November, wieder ein halber Monat später, der sah gleich aus. Wir haben wieder, und das merkt man hier auch wieder, wir haben über Skandinavien und nördlich davon relativ wenig Kaltluft. Also hier ist jetzt mehr Kaltluft als aktuell tatsächlich. Die ist ja eher Richtung Grönland, wie ich gesagt hatte. Aber Richtung Skandinavien ist gar nichts. Da ist kein Tiefdruck, da ist keine Kaltluft, da ist überhaupt nichts. Und über dem Nordatlantik und über Südisland, dort ist wieder ein Tief, und was uns wieder in eine südwestliche Lage katapultiert am 1. November, wie jetzt quasi heute auch. Der 8. November zeigt eine Wiederholung. Und jetzt ist es soweit, jetzt haben wir hier oben über Skandinavien auch oder auch über Nordskandinavien und darüber hinaus gar keine Kaltluft mehr. Also der Kaltluftknubbel, der wandert quasi weiter Richtung Grönland und darüber hinaus dann über auf den Atlantik. Der facht hier Tiefs an, wie man sieht, und die Tiefs bringen uns einfach weiterhin eine südwestliche Lage. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Am 14. November 2014 sah die Wetterlage wie folgt aus. Erstmal wieder hier eine südwestliche Lage. Achtet mal auf diese Struktur dieser Wetterlage. Wir haben wieder ein Tief auf dem Atlantik, wieder eine südwestliche Strömung und ein Hoch, was sich hier reingräbt, also von Osten quasi reingräbt Richtung Island und Richtung Grönland. Diese Struktur, merkt euch die gerade mal. Wir gehen erstmal ganz kurz zu den Werten des Winters 2014-15. Wie wurde der denn? Er wurde im Mittel 1,7 Grad zu warm. Da war nichts mit Winter. Das war auch in einer Zeit, in der wir im El Niño-Einfluss waren. Also es war eher eine andere Grundstruktur wie jetzt. Jetzt sind wir im La Niña-Einfluss noch in diesem Winter. Deswegen aber trotzdem, dieser Winter war zu warm. Trotz dessen hatten wir die gleiche Lage immer und immer wieder im Herbst mit einer Südwestlage, Südlage, so wie jetzt auch. Im Osten ist es sogar noch mal mehr zu warm geworden. Also da sind wir über 2 Grad zu warm, im Westen eher so Richtung 1 Grad etwas darunter. Liegt auch am maritimen Einfluss, wenn der Tiefausläufer denn doch eher den Westen erreicht hat und den Osten überhaupt nicht. Und jetzt meinte ich, merkt euch die Karte von eben. Wir gehen nochmal kurz zurück. Das ist die Karte von eben. Merkt euch die Struktur. Das ist das Jahr 2014. Und das ist das Jahr 1962, und zwar am 7. November, also ziemlich zeitgleich zu dem, was wir eben hatten. Das war auch im November. Und das ist die absolut gleiche Wetterlage wie 2014. Also wir können uns merken, wenn ein Oktobermonat so, oder auch Novembermonat, so krass zu warm war, wie jetzt dieses Jahr es der Fall war und vielleicht auch der November sein wird, dann hatten wir immer ein und dieselbe Wetterlage, und zwar Südwest mit einem Tief auf dem Atlantik bzw. westlich von Deutschland. Hier ist es jetzt sogar Richtung Spanien und Portugal das Tief. Das ist ein bisschen östlicher als dieses Jahr. Dieses Jahr ist es eher Richtung Azoren. Aber ja, auch hier ist es westlich von Deutschland. Und es würde uns auch hier eine südliche Strömung bringen. Was ist also in 1962 anders gewesen als 2014? Ganz einfach. Dieses Hoch, was sich hier Richtung West, Richtung also Grönland, Richtung Island wieder erstreckt, hat sich nachher durchgesetzt und eine Blockadelage so ins Spiel gebracht, dass der Atlantik geblockt wird und wir am 11. November, also schon 4 Tage später, in diese Lage kamen. Und zwar in eine östliche Strömung, in der ein kleiner Kaltlufttropfen hier Richtung Mitteleuropa zugange war, ein Hoch über Skandinavien war und wir kontinentale Kaltluft bekommen haben. Da sieht man auch nochmal an 1500 Meter Höhe, da sieht man, wir haben bis zu minus 7, minus 8 Grad im Norden von Deutschland mit sehr, sehr starken Ostwind. Gut, wie der Winter 1962, 63 wurde, das brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt besprechen. Wir machen es trotzdem kurz formhalber. Der wurde deutlich zu kalt mit einer Mitteltemperatur von minus 5,72 Grad. Gut, andere Klimazeiten, andere Verhältnisse, aber Grundstruktur im Herbst war gleich. Und das ist doch irgendwie komisch. Was können wir also daraus schließen? Wir gehen nochmal kurz zurück zur Karte vom 7. November. So in etwa kann es auch bei uns aussehen in ein paar Tagen. Die Modelle aktuell gehen sogar Richtung Aufkeilen des Hoches, Richtung Skandinavien. Und dann kann es sein, dass genau diese Lage sich zu dieser Lage umstrukturiert und dass wir dann quasi in eine östliche Strömung geraten, die eventuell auch ein
Kaltlufttropfen beinhaltet. Wenn nicht, kann es auch sein, dass es am Boden trotzdem kalt wird, auch wenn es in der Höhe warm wird. Das ist ja mittlerweile schon so die Zeit in Richtung Mitte November, Ende November, dass wir dann noch mit Inversion zu tun haben, wo es dann quasi auf den Bergen warm ist und in den Tälern und auch im Flachland kalt ist unter Nebel. So, also nochmal der Bezug zu jetzt. Wie sieht die Lage am 1. November heute also aus? Wir haben Deutschland und wir haben, wie man sieht, hier wieder ein kräftiges Tiefdruckgebiet. Diesmal etwas nördlicher als sonst. Es ist also wirklich Richtung Island, südliches Island. Dort ist ein Tiefdruckgebiet, hat sich eingenistet und hier ist quasi die gleiche Lage. Ich sage jetzt die ganze Zeit die gleiche Lage, weil es immer die gleiche Lage ist, mit einer südwestlichen Lage und einem ja relativ warmen Skandinavien. Dort ist nicht viel Kaltluft vorhanden. Und jetzt spinnen wir mal einmal rum, denn das amerikanische Modell hat heute Mittag, also jetzt vor ein paar Stunden erst, einen Lauf rausgebracht, der sich eben in der Mittelfrist, da hat sich dann eben ein hoch Richtung Skandinavien ausgedehnt, wie ich das eben schon gemeint hatte, 1962. Und dann kam das bei raus. Und das wäre genau das, was ich eben gesagt habe, mit einer östlichen Untermauerung der kalten Luft bodennah, aber auch diesmal sogar in der Höhe mit bis zu minus 10 Grad im Nordosten Deutschlands. Und dann würde es schon am 16. November einen Kaltlufteinbruch geben von Osten mit ganz, ganz kalten Temperaturen. Wenig Schnee, aber sehr, sehr, sehr kalten Temperaturen und Dauerfrost im Nordosten. Es bleibt spannend. Das ist ein Ausreißer. Das ist nichts, was im Mittel passiert. Es gibt einzelne Läufe, die gehen nach unten. Prozentual würde ich schätzen 10-20%ige Chance, dass das so kommt. Aktuell sieht es eher nach mild aus und nach Hochdruck, eventuell nach Südwest, aber nicht nach sowas. Trotzdem ist es allemal spannend, das müssen wir beobachten. Vielleicht kippt das in der nächsten Zeit noch, aber danach sieht es aktuell nicht aus. Es ist ein Ausreißer und wenn der sich nicht wiederholt zeigt in den Läufen, dann bleibt das auch ein Ausreißer. Also, das war jetzt der kleine Vergleich zu den Jahren, die ungefähr so aussahen im Herbst wie 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ein Kommentar würde mich auch sehr freuen. Ich beantworte sehr gerne Kommentare und lese sie auch vor und benutze sie auch gerne für nächste Videos. Und ansonsten gerne ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und das Video gerne euren Freunden schicken. Bis dahin, habt einen schönen Start in diese kurze Woche.